Das, meine Herren, ist, glaube ich, Ihr Prachtobjekt. Vielleicht wollen wir es kurz mal im Schwange erklären. Ich trete zu Ihnen rüber und Sie zeigen mit dem Finger, was Sie sich ausgedacht haben. Es ist das, der jüngere von zwei Wettbewerben. Ein Wettbewerb galt dem ganzen Areal. Sie haben jetzt dieses Wohnquartier gestaltet. Was haben Sie da gemacht? Was ist das Originelle und warum haben Sie gewonnen? Man sieht, glaube ich, auf dem Modell das sehr schön, dass sich dieses neue Wohnquartier um einen zentralen Park herumgliedert. Ja, es gibt einen öffentlichen Park in einer Größenordnung von 5000 Quadratmeter. Dieser Park bildet einmal die grüne Mitte des neuen Wohnes und er vernetzt sich mit dem großen Landschaftsfreiraum der Tegeler Heide. Er vernetzt sich mit den angrenzenden Quartieren nach Norden, nach Süden und die Wohnungen sind sehr stark auf diesem Park bezogen. Wir stellen uns vor, dass er auch alle Nutzungselemente enthält, wie Spielplätze, Gärten und dass auch die Bürger noch hier bei dem Band, bei dem Nutzungsband ein Wörtchen mitreden können, wenn es realisiert wird. Also ist das jetzt schon in Stein gegossen oder sind da noch Variablen drin? Was kann man jetzt noch verändern? Also nicht, dass ich immer was verändern will, aber wie fest ist das Projekt? Also dieser Entwurf hat einige Konstanten, die mit Sicherheit wichtig sein werden, um dieses Areal zu entwickeln. Aber es ist alles noch nicht so statisch fest, als ob man nicht auch Veränderungen vornehmen kann. Und ich glaube, das ist auch von der Jury entsprechend so bewertet worden, dass wir immer wieder flexibel auf Anforderungen oder auf Veränderungen auch reagieren können. Was kann beispielsweise nicht mehr verändert werden? Also das große Ziel dieses Entwurfs ist es natürlich, eine Ost-West-Verbindung herzustellen, das Areal auch durchlässig zu erreichen, grün zu gestalten. Und die andere wichtige Konstante wird sein, glaube ich, Nord-Süd-Verbindungen herzustellen. Und das haben wir versucht in diesem Plan mit den Schulen, mit infrastrukturellen Einrichtungen, um auch die Nord-Süd-Verknüpfung zu den umliegenden Stadtteilen zu verbinden. Und das ist uns schon wichtig, ein Quartier zu erzeugen, das nicht nur für sich funktioniert, sondern das sich einbettet in eine vorhandene Struktur. Also wenn man jetzt schon mal hier auf der Standortkonferenz ist und möglicherweise darüber nachdenkt, werde ich mich auf jeden Fall einmieten. Von wo kommt die Sonne? Welche sind die besten Wohnungen? Was sind die Filetstücke? Die Sonne kommt von dieser Seite. Hier haben wir etwa die Südseite. Und wir haben zwar als Thema das Blockthema gewählt, aber da gibt es immer wieder Öffnungen. Natürlich sind diese Wohnungen zum öffentlichen Park hin orientiert, aber all diese Wohnungen gruppieren sich um einen grünen, inneren und ruhigen Hof herum. Sie schauen so kritisch oder begeistert? Was darf ich Ihrem Blick entnehmen? Im Augenblick noch ein wenig kritisch. Ich hatte mir das Objekt schon mal in den Borsighallen angesehen und habe da feststellen müssen, dass die Schulen, insbesondere die Grundschule, an einer Hauptverkehrsstraße, nämlich dem Kurt-Schumacher-Damm, liegt und die Oberschule im Innenbereich. Nun würde mich mal der Grund interessieren, warum das so geplant ist. Also darf ich mal ganz kurz, also die Expertise, die Sie haben, Sie gehen zu einer, sagen wir, Veröffentlichung eines Modells und sehen sofort, wo Schulen ist. Was sind Sie von Hause aus? Naja, also ich habe Geografie studiert. Okay, Sie haben also geschummelt. Okay, alles klar. Sie das Schummeln nennen? Na, Sie hatten Ahnung. Ich hatte mich erkundigt, wo die Schulgebäude sind und in den Borsighallen hat man mir das dann erläutert. Okay, also Thema Schulen, Sie nicken verständnisvoll? Ja, also wir haben die Schulen, dass es auch öffentliche Einrichtungen sind, durchaus als Türöffner für dieses Areal auch verstanden. Und das liegt bewusst an den Straßenräumen, weil sie da natürlich auch verkehrlich erstmal sehr gut angebunden sind. Auch den Vorteil bietet, die umliegenden Stadtteile oder angrenzenden Stadtteile auch mit diesem Schulgelände zu verknüpfen. Also ich muss nicht erst durch mögliche Hinterbereiche oder andere Bereiche gehen, um dorthin zu kommen, sondern ich bin schnell und bestmöglich angeknüpft. Mit den Schulen verbunden ist zum Beispiel auch am Kurt-Schumacher-Damm eine Platzsituation als Öffnung, eine Versorgungsstruktur, also auch ein Bereich mit öffentlichem Leben. Und wenn man das bündelt, schien es für uns einer der wichtigen Aspekte zu sein, das auch eben an diesem Standort zu positionieren. Weitere Diskussionen werden mit Sicherheit folgen. Wenn ich Ihnen jetzt den Startschuss geben würde, wie lange brauchen Sie, um dieses Modell zu verwirklichen? Zunächst geht es darum, den Entwurf jetzt noch zu schärfen an einigen Punkten. Es sind Fragen der Verkehrserschließung, auch der Schule. Ja, das ist noch zu klären, da sind wir im Gespräch. Wie geht das mit dem Schallschutz? Wie geht es mit dem Schallschutz überhaupt? Es gibt ein
Problem, wenn man hier aufmacht, geht der Schall da hinein. Auf der anderen Seite möchten wir die Vernetzung über die Wege aus dem Quartier. Also der erste Schritt ist, diesen Entwurf noch zu vertiefen und im Konsens zu einer gewissen Reife zu bringen. Dann gibt es einen Bebauungsplan, der das Baurecht schafft dafür. Und dann wird es weitere Wettbewerbe geben, die im Einzelnen die Architektur regeln für die Schulen, für den Park und mit Sicherheit auch immer wieder für die Baublöcke.